Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Phasmophobia. Ich weiß, es ist jetzt schon etwas länger her, aber ich dachte mir mal, jetzt wird wieder Zeit für eine weitere Folge. Wie man vielleicht an meinem Level sehen kann, habe ich etwas schon in letzter Zeit wieder gezockt. Und ja, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. So, ich denke mal, das könnte heute 2, 3 Runden werden. Ja. Mehr gibt es dazu jetzt auch nicht zu sagen. Ich hätte eigentlich die Items schon vorher hinzufügen können, aber natürlich habe ich nicht dran gedacht. Aber ich hoffe mal, das ist jetzt nicht so ein Problem. Also sind wir jetzt bereit und los geht's. Wir sind jetzt erstmal auf Edgefield. Natürlich Schwierigkeit Profi. Sonst wäre das ja auch irgendwie langweilig. Außerdem habe ich das Spiel jetzt auch mal auf Deutsch gestellt, so bis auf die Spracherkennung, da das irgendwie nicht funktioniert bei mir. Ich habe versucht, das deutsche Sprachpack runterzuladen, aber irgendwie will es einfach nicht. Also müssen wir da wohl einfach mit dem englischen Sprachpack weiterspielen. Huch. Ja. Das ist ein Tough Ghost. Nicht 10 Grad Celsius mit einem Thermometer, Bewegungssinn. Das sind super Aufgaben. Da freue ich mich doch, die zu machen. Ich werde doch mal gucken, wie der Geist heißt. George Taylor. Ja, der Owner hat uns den Key da gelassen. So, machen wir mal das Licht an. Mal kurz lauschen. George Taylor, give us a sign. Soweit jetzt noch nichts. Gucke ich mal nach, könnte ein Küchengeist sein. So, irgendwie hatte ich so oft Küchengeister. Aber diesmal anscheinend nicht. Das Einzige, was ich hoffe, dass es kein Kellergeist ist, da die absolut nervig sind. Ah, ein Garagengeist. Den hatte ich auch noch nicht. Dann legen wir mal hier das Buch hin. Und holen. Ah, ich denke mal die Spiritbox und eine Videokamera. So. Deswegen habe ich da auch schon die Kameras draufgepackt, damit ich die einfach mitnehmen kann. Und nicht unbedingt jetzt noch das alles ja aufstellen muss. Dementsprechend muss ich gleich wieder in der Garage Licht ausmachen, aber muss ich so oder so für die Spirit Box. Stelle ich mal die Kamera hier hin. Einmal das Licht aus. Are you here? Also ich würde das jetzt mal als ein Ja sehen, aber are you here? Der ist ja ganz schön aktiv. How old are you? Are you young? Scheint wohl nichts auf der Spiritbox zu sein. Buch auch nichts. Aber der hat sich nicht sehr viel Zeit gelassen, um sich zu zeigen. Mal gucken, was können wir noch finden? So, finden. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So. Das kann ich hier noch reinpacken. Ich kann eine UV-Lampe mitnehmen und EMF. Thermometer, ja. Bewegungssensor und Räucherstäbchen. Der hat sogar das Licht wieder ausgemacht. Sehr, sehr netter Geist. Aber keine Ghoster-Orbs, alles klar, ja. Geister-Orbs. Die Sanity ist aber recht niedrig. Ich habe den Geist aber auch gesehen. Dementsprechend könnte es ein Phantom sein. Oh. Ja. Nimm einfach mal Sanity-Pillen. So, wenn ihr sagt, ich bin irgendwie feige so. Ne, wenn ich zocke, so versuche ich meistens eine Hand zu vermeiden. So.
versuche so schnell wie möglich rauszufinden, was für ein Geist es ist. Und gucke dann, was währenddessen passiert. Er hat das Licht flackern lassen. Gruselig. Ich habe dich doch steppen gehört. Are you here? Ah, Gefriertemperaturen. Das heißt, ob's Gefriertemperaturen. Weiß gerade nicht, was es sein könnte. Hier, das ist die UV-Lampe. Hier ist aber auch schlecht mit den Dings. Make a noise. Throw something. Frag mich, warum so viele Häuser diese Puppen hier stehen haben. Are you here? Spirit Box wird es wohl wahrscheinlich nicht sein. Gefrieratem. Wenn es kein Revenant. Ein sehr netter Kerl, sieht auch sehr sympathisch aus. Aber nur EMF4. Also ich weiß. Also ich gehe jetzt noch mal raus, guck mal in meinem Journal, was es denn jetzt noch sein könnte. Also Gefriertemperaturen und Orbs, es könnte ein Odi sein. Jurei, ein Phantom oder eine Mare. Also Gefriertemperaturen. Gefriertemperaturen haben wir schon. Ich meine, EMF wäre Phantom. Für die Mare. Ist es die Box ein, ja. Fingerabdrücke, nichts. Das Geisterbuch wäre der Jurei. Also ich würde einfach mal grob behaupten, es ist ein, Phantom. Er ist oft aufgetaucht. Sanity geht. Nehme ich mal einen Bewegungssensor mit. Ja, puh. Lass ich einfach mal die Kamera hier. Nehme ich noch ein Räucherstäbchen mit. Dann haben wir das hinter uns. Ist ein echt sympathischer Kerl gewesen. Hat man gesehen. Ja, flacker ruhig das Licht weiter. Erstmal dick hier ein durchziehen in der Garage. Hier kannst du auch. Dann. Na, ich lasse einfach mal das Licht an. Wir haben ja gesehen, dass ein Ort, also muss ich es nicht unbedingt ausmachen. Ich höre ihn die ganze Zeit in der Garage rumlaufen. Aber er macht nichts, womit ich erkennen könnte. Ja, da haben wir das schon mal hinter uns. Hat er jetzt echt das Auto angefasst? Was ein Typ. Ich glaube, ich nehme mal die Taschenlampe wieder mit. Kruzifix einfach mitnehmen. Und eine Kamera nehme ich noch mit. Ja, ich komme schon. Warte, ist der Autoschlüssel hier? Ja, das ist der Autoschlüssel. Also, ist nicht mein Auto, aber hier schenke ich dir. Braucht das Kreuz nicht. Ich bin nicht gläubig. Hör doch auf, das Licht einfach zu flackern. Mach irgendwas.
Throw something. Cool. EMF-5. Ich wusste doch, dass es ein Phantom sein müsste. Also ist eigentlich eindeutig gewesen, schon anhand der Sache, dass der so oft aufgetaucht ist. Normalerweise tauchen die gar nicht so oft auf. So, und damit haben wir alle Ziele geschafft. Wir haben herausgefunden, was es ist. Es ist ein Phantom. Und na, dann sind wir hier jetzt schon mal fertig. Ging jetzt relativ schnell. Level 138. Alles klar. Dann füge ich mal. Oder wisst ihr was? Ich werde die Folge für heute erstmal beenden. Oder ich werde vielleicht eine zweite Runde hinten dran schneiden, wenn ich die aufnehme. Aber es ist jetzt doch noch was dazwischen gekommen. Und dementsprechend würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Oder bis gleich. Kommt drauf an, wie ich jetzt das schneiden werde. Haut rein.